Neue Woche, neues Glück. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur DJ-Konferenz an diesem Wochenende bei Backstage Mag, dem DJ-Magazin. Ja, auch dieses Wochenende ist wieder gefüllt mit absoluten Mega-Hammern der DJ-Bundesliga. Hier alle DJ-Gigs dieses Wochenende im Überblick. Als erstes schalten wir nun zum neuen Star in der DJ-Liga. Zum Anfang der Saison ist das Schwergewicht überraschend aus der Deutschrap-Liga zu neuen Ufern aufgebrochen und muss sich jetzt hier aufs Neue beweisen. Ah, ich höre aus der Regie, dass sein Set bereits begonnen hat. Somit wollen wir keine Zeit verlieren und schalten live nach Berlin-Schöneberg zu Bushido ins Hörstadion. Wir sind hier im Hörstadion in Berlin-Schöneberg. Wetter ist fantastisch. Bisher ist noch nicht viel passiert, aber Bushido dürfte jeden Moment die Play-Taste anstoßen und somit seine Premiere in der DJ-Bundesliga. Ah, und damit ist das Set eröffnet. Man muss schon sagen, Bushido war in der Rap-Liga für seine offensive Spielweise bekannt. Und wir sind natürlich gespannt, wie er sich heute in diesem neuen Umfeld positioniert. Die Fans sind auf jeden Fall gespannt auf den ersten Übergang von Bushido, denn dieser kann maßgeblich ein ganzes Set bestimmen. Wir behalten das Ganze hier im Blick. Der erste Übergang lässt noch auf sich warten. Und damit schalten wir rüber in den Tresor West, wo heute DJ Stingray spielt. Die 30. Saison hat für ihn dieses Jahr begonnen und wenn Sie mich fragen, scheint auch kein Ende in Sicht zu sein für diesen absoluten Megastar der Unterwasser-DJ-Welt. Die letzte Saison lief für den Stammspieler wie am Schnürchen. Er hat wirklich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Vom Deckmantelfinale bis zum Berghain-Cup hat er kein Treppchen ausgelassen. Und das, wie gesagt, in der 30. Saison. Eine Karriere so lange durchzuhalten und so eine Performance jedes Wochenende in der Booth abzurufen, ist wirklich einmalig. So, wir sind gespannt. Das Set hat schon begonnen und am Start hier erstmal ein ruhigerer Ambient-Track. Das kennt man so eigentlich gar nicht von ihm. Seine durchschnittliche BPM-Zahl der letzten Saison lag bei sagenhaften 158 BPM. Und da fällt auch schon die erste Kickdrum. So ein schnelles Umschaltspiel hat hier keiner erwartet. Die Menge tobt im Stadion. Was ein Auftakt. Wahnsinn. Das schauen wir uns nochmal in der Zeitlupe an. Ja, aus dem Nichts spielte da einfach so ein Brett ab. Das ist einfach die jahrelange Erfahrung, die da zutage tritt. Da erwischte das Publikum eiskalt. Ja, wie leichthändig er den Track aus dem Ärmel schüttelt, ist für Gegner als auch Publikum gleichermaßen beeindruckend. Ja, ob das schon die Entscheidung ist, nach so kurzer Zeit ist noch offen. Aber die Zeichen stehen wirklich gut für den Stingray. Ja, und damit schalten wir rüber auf den Zerklee-Floor, heute von einem aktiven Vulkan mit Lydia Eisenblätter. Ja, wir befinden uns hier mitten im Pazifik auf Hawaii, auf einem der größten und aktivsten Vulkane der Erde, dem Mauna Loa. Produktionsteam umfasst sagenhafte 1000 Menschen, um dieses Vinyl-Only-Set für Eisenblätter möglich zu machen. Eisenblätter spielt außerdem mit ganz besonderen Turntables. Es handelt sich hier um eine Sonderanfertigung von Technics in Kooperation mit Siemens, die das Kühlsystem aus dem ICE 4 in einen Turntable gebaut haben. Wow, da kann man einfach nur zuschauen und staunen. Ja, wir sind zurück hier im Hörstadion, in dem Jensen Interceptor gerade sein zweites Set an diesem Wochenende angefangen hat. Mittlerweile sind wir in der 23. Minute und bisher ist noch nicht viel passiert. Mehrmals hatte Jensen bereits sein Telefon gecheckt, um eventuelle Last-Minute-Gig-Anfragen zu bestätigen. Die Saison wirkt Interceptor etwas müde. Immer wieder scheint er abgelenkt zu sein und nicht voll da. Und was macht Interceptor da? Er zückt nochmal das Telefon raus. Anscheinend kam eine neue Booking-Anfrage rein. Zum Trotz des eher langsamen Spielverlaufs beantwortet er einfach die E-Mail während des Sets. Ja, und auch das Publikum scheint das gar nicht zu feiern. Am Telefon gewinnt man keine Crowd für sich. Das wird kein gutes Ende nehmen.
Ja, und damit schalten wir erstmal rüber zur Veltins Open Air Arena, in der Shed sein Set gerade begonnen hat. Ja, Shed liefert hier wie gewohnt ab und verzaubert förmlich das Publikum, das langsam richtig in Fahrt kommt. Seit ein paar Stunden wird hier auf kleinstem Raum alles gegeben. Insgesamt bleibt es aber ein sehr faires Set, bei dem vor allem eins im Vordergrund steht. Die starken House-Chords des FC Hardwax-Routiniers Shed. Ja, die 50. Minute läuft jetzt und Shed macht wirklich weiter Druck. Ja, und da ist er auch schon, sein absoluter Signature-Track. Piano House vom Feinsten auf 132 BPM. Die 909 Head kommt da reingegrätscht, als wäre es das Normalste der Welt. Genau sowas wollen die Fans sehen. Eiskalt dreht er am Fader und organisiert die Tiefenstaffelung blitzschnell neu. Fantastische Performance, die hier in der Veltins Open Air Arena gezeigt wird. Das macht Spaß zuzusehen. Ja, und aus Berlin erreicht uns gerade die Nachricht, dass dort ein Spieler zum Interview bereitsteht. Damit geben wir ab nach Berlin. Erst einmal Glückwunsch zum erfolgreichen Testlauf heute. Ihre Einschätzung bitte. Es war sehr, sehr gut. Es war eigentlich wie zu erwarten, richtig gut. Wir sind raufgegangen auf die Bühne, haben alles hochgerissen und die Menge ist ausgerastet. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass das ein sehr guter Testlauf war für Sommer 22. Und wir werden bis dahin noch einige Abläufe festigen. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass es richtig reinknallt. Wir sind hier im Hamburg im Übel- und Gefährlich-Bunkerstadion. Seit Jahren ein Ort für knallharte Vinyl-Akrobatik. Wir befinden uns in der 79. Minute des Sets jetzt von Helena Hauf. Das ist das 19. Set für Hauf diese Saison. Bisher eher ruhiger Verlauf, doch jetzt kommt endlich Druck in die Hansestadt. So, Hauf geht auf Angriff jetzt. Ja, jetzt vom rechten Plattenspieler auf den linken. Hi-Hats. Snare. Und jetzt geht der Bass raus. Nochmal die Geschwindigkeit anpassen. Bravo, was ein Spielzug. Ja, absolut traumhaft, wie sie hier in den nächsten Track überleitet. Die 707 zieht sich hier langsam zurück und passt gezielt rüber zur 808. Was ein Spielzug. Grandios. Das ist einfach die jahrelange Erfahrung. Die Jugend hatte sie ja schon beim VfB Pudel verbracht, um von dort aus in internationale Ligen aufzusteigen. Der Heimvorteil kommt hier klar zum Vorschein. Der letzte Wechsel hier hat das Spiel jetzt eigentlich schon entschieden. Und damit schalten wir rüber ins Trainingslager. Einer der ganz großen Talente auf dem DJ-Parkett, Iron Curtis, trainiert für 2021. Er hat aufgrund des Studiowechsels eher eine ruhige Saison gehabt, aber das kann sich im nächsten Jahr ändern. Großes Vorbild, der Blessed Madonna, ja, von ihr hat sich Curtis schon so manchen Kniff abgeschaut. Sobald sich hier etwas Neues ergibt, melden wir uns zurück. Und damit geht es wieder nach Berlin. Ja, wir haben ja eine absolute Mixzauberin mit Alienata im Hörstadion, die jetzt nach dem Trauerspiel von Interceptor auftrumpft. Interceptor hatte das Stadion nämlich einfach frühzeitig verlassen. Deshalb wurde Alienata nun eingewechselt, um die Stimmung nochmal herumzureißen. Ja, langsam füllt sich das Stadion auch wieder. In der Fankurve hatten die ersten das Stadion schon bei Interceptor verlassen. Und das Wetter spielt auch wieder mit. Die Sonne scheint in Berlin und Alienata macht das wirklich gut. Ja, ganz stark. Sie holt die Leute genau da ab und bringt jetzt Fahrt rein ins Set. Das ist jetzt die 10. Minute. Alienata schiebt bereits den 10. Track hier rein. Das kann sich wirklich sehen lassen. Jetzt heißt es aufholen.
Man merkt auch ihr die jahrelange Erfahrung wirklich an. Trotz des engen Spielraums nutzt sie die komplette Bandbreite aus und lupft kinderleicht die Elektro-Tracks rein. Und das war's für heute. Wieder ein turbulenter Spieltag mit jeder Menge Überraschungen. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin wärmen Sie sich schon mal die Finger auf. Tschüss und bis zum nächsten Mal.